Sie ist ein besonderes Mädchen, sie trägt einen Diamanten, obwohl in ihr das Blut der Dämonen fließt. Here Ketter starrt und auch ihr Mann wurde für einen Moment still. Man hörte nur das gurrende Pirr, Pirr des Vogels, der einen weiteren Hüpfer in Richtung Harukans Hand gemacht hatte und sie voller Verlangen anspähte. »Die Prophezeiung, die Prophezeiung, die Prophezeiung«, wisperte es von überall her. Kleine schwarze Fellkugeln hangelten sich an den Wänden entlang. Ihre Klauen waren mit messerscharfen Krallen besetzt und sie schlugen aufgebracht mit ihren Lederflügeln, während sie im Chor riefen, »Die Prophezeiung, die Prophezeiung, die Prophezeiung!« Dorn löste sich als Erster aus der Starre und sagte mürrisch, »Seid still, ihr lästigen Biester! Es gibt keine Prophezeiung, ist doch alles Unfug! Wenn ihr noch einen Mucks von euch gebt, verwandle ich euch in fliegende Feuerbälle, haben wir uns verstanden!« Ein beleidigtes Grummeln erscholl und die Fledermäuse stierten ihn eingeschnappt an. Ein paar der Tierchen maunzten sogar Beleidigungen in Richtung des Dämons. Dorn wollte wütend auffahren, doch seine Gattin schritt schnell dazwischen. »Dorn, lass sie. Sag mir lieber, was wir mit dem Jungen machen sollen.« Der Dämon wandte sich nur widerwillig zu ihm und zuckte mit seinen breiten Schultern. »Entweder töten wir ihn sofort oder wir bringen ihn zurück in die Wüste. Ein Diamantaner hat bei den Dämonen nichts zu suchen.« Hereket, die Harukans entsetztes Gesicht sah, legte Dorn ihre Hand auf seine Schulter. »Weißt du, ich habe mir überlegt, wir könnten ihn doch als Spielzeug für Miyaka behalten.« Dorn runzelte die Stirn und seine Augen verharrten prüfend auch Hereket, doch bevor er überhaupt widersprechen konnte, hüpfte schon ein kleiner Wirbelwind um ihn herum und krallte sich bettelnd an sein Hosenbein. »Oh ja, Papa, oh ja, darf ich ihn behalten? Ja, ja, bitte?« Er warf seiner Frau einen weiteren, unsicheren Blick zu, die ihn jedoch nur auffordernd anlächelte. Er schnaufte. »Na gut, gegen zwei Dämoninnen komme ich nicht an. Also er kann bleiben, wenn euch so viel an diesem Bengel liegt.« Harukan hatte sich aufgerichtet und klopfte demonstrativ den Staub aus seinen Kleidern. Erst als er sich die Aufmerksamkeit dieser bizarren Familie sicher sein konnte, holte er tief Luft und sagte, »Ich danke euch für meine Rettung, aber ich möchte kein Haustier sein, das man behält.« Etwas klapperte hinter ihm, und als er sich umdrehte, sah er, wie Püt-Püt aufgeregt mit seinen Flügeln flatterte und die kleinen Knöchelchen gegeneinander schlugen. »Ruhig, Püt-Püt«, besänftigte ihn Hereket, »du musst nicht eifersüchtig sein, du bleibst natürlich unser Lieblingshaustier. Niemand wird dich ersetzen können.« Ein ängstliches, nachfragendes Prrr erfolgte, verebbte aber, als das kleine Mädchen ihn an sich drückte. Harukan lenkte seinen Fokus wieder auf Dorn. »Lasst mich einfach gehen, ich komme allein zurecht.« Dorn knurrte und entblößte dabei eine Reihe von gefährlich spitzen Zähnen. »Das bezweifle ich. Du bist hier im Reich der Dämonen. Hier kann keiner aus deinem Volk überleben. Außerdem kann es sein, dass dich ein Dämon als kleinen leckeren Happen betrachtet.« Harukan wurde bleich und warf einen unsicheren Blick in die Runde. »Ihr esst Diamantana?« Auf einmal war ihm ganz mulmig zumute. Dorn leckte sich mit der Zunge über seine Lippen. »Nicht oft, ab und an. Wenn sich einer hierher verirrt, wir mögen es nun mal nicht, wenn man hier in unser Reich eindringt. Jedenfalls nicht lebendig.« Harukans Diamant flammte auf und ein violettes Licht legte sich über seinen Körper. »Ein Diamant zweiter Stufe, noch dazu ein Heilstein. Glaubst du wirklich, er könnte dich hier beschützen?« Harukan schüttelte traurig den Kopf und konnte ein leichtes Zittern nicht verbergen. Dorn war diese Tatsache nicht entgangen und etwas milder fügte er hinzu. »Obwohl es dich dir anrechne, dass du keinen blutrünstigen Stein hast, würdest du auch mit einem Kampfstein der höchsten Stufe im Land der Dämonen kaum eine Chance haben. Vielleicht außerhalb, aber nicht hier, nicht in unserem Reich. Das ist wohl auch der einzige Grund, warum das Land hier noch den Dämonen gehört.« Harukans Schild verblasste, bis es sich ganz aufgelöst hatte. »Also bleibst du?« »Habe ich denn eine andere Wahl?« »Nein«, war die ehrliche Antwort von dem Dämonen. »Aber ich habe ja auch keine, oder? Wenn es nach mir ginge, würdest du sofort wieder von hier verschwinden. Aber da ich überstimmt wurde, bleibst du und wirst dich nützlich machen.« Dorn fasste sich grübelnd an seinen Schädel. »Wenn ich nur wüsste, mit was. Ihr Diamantaner seid so zerbrechlich und kränklich ohne eure Steine.«
Hereket strafte ihren Mann mit einem mürrischen Seufzen. »Jetzt lass den armen Jungen in Ruhe. Er ist ja noch ganz schwach. Wir werden schon eine Aufgabe für ihn finden.« Sie reichte Harukan fürsorglich ihre Hand und zeigte auf Miyaka. »Meine Tochter wird dich in dein Zimmer bringen. Dort kannst du dich ausruhen, kleiner Diamantaner.« Miyaka strahlte von einem Ohr zum anderen. Ihr eiskaltes Händchen schloss sich um Harukans Handgelenk und das Dämonenmädchen zerrte ihn aufgeregt nach draußen. Es fiel ihm schwer, das Tempo des kleinen Mädchens zu halten. Zudem wurde es im Gang immer finsterer, so dass er kaum noch etwas erkennen konnte. Plötzlich stieß er mit seinem Kopf gegen einen spitzen Felsen. Er schrie auf und rieb sich die schmerzende Stelle an seiner Stirn. Feurige Augen blickten ihn zerknirscht an. »Entschuldigung, Mama hat immer gesagt, dass ihr im Dunkeln nicht sehen könnt, aber ich hatte es ganz vergessen.« Miyaka klatschte in ihre Hände und ein kleiner Feuerball schwebte über ihnen und spendete ihnen genug Licht, dass Harukan seine Umgebung wahrnehmen konnte. »Wie hast du das gemacht?« wollte er wissen. »Das ist doch einfach. Du musst nur in die Hände klatschen.« Harukan schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich könnte so viel klatschen, wie ich möchte, und kein Feuerball würde entstehen.« Das Mädchen sah ihn nachdenklich an. »Mein Papa sagt, wir Dämonen sind aus dem Feuer gemacht. Die Feen aus dem Wasser, die Fangan aus der Luft und ihr aus der Erde. Diese vier Elemente sind auch die Stützpfeiler unseres Planeten. Weißt du das?« »Nein, eigentlich nicht.« Sie sog ihre Schmolllippe zwischen ihre Zähnchen und setzte wieder etwas leise an. »Papa hat noch etwas gesagt.« Harukan bemerkte die Ernsthaftigkeit, die in ihrer Stimme mitschwang, und ihm wurde bewusst, dass sie diese Worte ihres Vaters vielleicht nicht verstand, aber ihre Tragweite instinktiv begriff. »Er hat gesagt, dass die vier Elemente aus dem Gleichgewicht geraten sind.« »Vielleicht hat dein Vater da recht.« Sie reckte ihr Köpfchen in die Höhe und zog empört die Augenbrauen hoch. »Mein Papa hat immer recht.« Sie erreichten eine schwere Holztür. »Das ist es«, meinte die Dämonin. Harukan umfasste den Griff und wollte die Tür öffnen, doch es gelang ihm nicht. Er zerrte vergebens an ihr. »Ich glaube, sie ist abgeschlossen«, keuchte er. Das Mädchen schob ihn galant zur Seite, streckte sich nach dem Türgriff und öffnete sie mühelos. »Ihr seid wirklich seltsame Wesen, wenn ihr nicht mal Türen öffnen könnt.« Harukan drängte sich unwirsch an ihr vorbei. Der Raum war wie die Halle aus Stein gefertigt. Harukans Blick blieb an dem großen Bett hängen, das in der Mitte des Raumes stand. Statt aus Holz war es aus massiven großen Knochen gefertigt worden. Er drehte sich zu Miyaka um. »Darin soll ich schlafen?« Sie spielte mit einer ihrer pechschwarzen Haarsträhnen und sah ihn verständnislos an. »Warum denn nicht?« »Es ist aus Knochen, aus seltsamen Knochen noch dazu.« Das Mädchen lachte. »Ach nein, das sind doch nur Totenfliegerknochen.« Er musste sich mit der Hand an der rauen Felswand abstützen. »Totenflieger. Bis jetzt hat er nur einzelne Berichte über diese Tiere gehört.« »Woher stammen sie?« wollte er wissen. Miyaka seufzte. »Weißt du denn gar nichts?« »Nein«, gab Harukan zögerlich zu, und das Mädchen sah ihn mit einer besserwisserischen Stirnrunzeln an. »Habt ihr denn niemanden, der euch etwas über Lofia beibringt? Totenflieger sind tote Drachen, die sich von Aas und Diamantanern ernähren und den Dämonen dienen.« »Und wie können tote Drachen sterben?« Das Mädchen seufzte wieder auf, als hätte er eine wirklich dumme Frage gestellt. »Mit Drachen ist es wie Schmetterlingen. Erst ist es eine Raupe und dann ein Schmetterling. Trotzdem kann der Schmetterling sterben. So ist es auch mit Drachen. Nach ihrem Tod werden sie zu Totenfliegern. Das bewahrt sie aber nicht vor der Sterblichkeit.« »Hm. Und was weißt du über meine Welt?« wollte Harukan erst jetzt recht wissen. »Ihr habt Diamanten, die euch Kraft geben, weil ihr selbst zu schwach seid. Papa und Mama reden oft von den Juwelen, die ihr besitzt.« Sie hielt kurz inne, um ihn genauer zu studieren, und fragte schließlich, »Weißt du, was die Farbe schwarz bedeutet? Also bei den Diamanten? Ist das eine besondere Farbe?« Bevor Harukan sie fragen konnte, wie sie ausgerechnet auf ein schwarzes Juwel kam, trat Hereket ein, die das Mädchen schnell aus dem Raum schob. »Sie plappert viel zu viel. Hör einfach nicht auf sie.« Harukan sah dem Mädchen enttäuscht nach. Er hätte zu gern eine Antwort auf seine Fragen gehabt. Stattdessen wurde ihm von der Dämonin eine zähe Masse vorgesetzt, die alles andere als appetitlich aussah.
Angeekelt schob er die Schale beiseite und Heriket rümpfte beleidigt die Nase. »Es ist ein Heiltrank. Du wirst ihn schon trinken müssen.« Ihre Augen funkelten ihn angriffslustig an, als er den Löffel zum Mund führte und kurz davor stoppte. Er schloss die Augen und schluckte das klebrige Zeug hinunter. Es schmeckte genauso furchtbar, wie es aussah. Rasch griff er nach dem Krug und spülte den unerträglichen Geschmack hinunter. Er war froh, dass die Dämonen wenigstens auch Wasser und kein Blut tranken. Heriket hatte missbilligend die Augenbrauen nach oben gezogen. »Nun gut, dann lasse ich dich jetzt schlafen«, sagte sie spitz und rauschte wütend davon. Die Tür fiel knallend ins Schloss. Erschöpft schloss Harukan die Augen und genoss die wohltuende Kälte auf seiner Haut. Aber kaum hatte er die Augen zugemacht, ließ ihn ein schrilles Surren hochfahren. Zu seinem Schrecken saß neben ihm ein riesiges Insekt, was ihn aus grünen Facettenaugen anstarrte. Harukan stöhnte innerlich auf. »War denn hier gar nichts normal?« Und wie um seine stille Frage zu beantworten, fing das Tier an zu sprechen. »Hallo, junger Mann!« Harukan öffnete den Mund, schloss ihn aber dann wieder. »Könntest du mir vielleicht helfen?« »Helfen?« Er war sich nun wirklich nicht sicher, wobei er diesem Ungetüm helfen sollte. »Ja, indem du dich nicht wehrst, wenn ich dich gleich fresse.« Ihre Mundzangen gruben sich tief in Harukans Arm. Er schrie auf und versuchte, seinen Arm zu befreien, doch die vielen Beinchen der Libelle drückten ihn nieder. Plötzlich ließ sie von ihm ab. Sie horchte auf, als würde sie einer fremden Stimme lauschen. Völlig unerwartet erhob sie sich, flog los und verschwand durch die Steinwand. Für einen Moment vergaß Harukan den Schmerz in seinem Arm und musterte verblüfft die Stelle, wo die Libelle verschwunden war. Heriket öffnete die Tür. »Was ist denn los? Warum schreist du?« Harukan hielt sich fluchend seinen Arm. Eine Libelle wollte mich fressen.« »Fressen?« Heriket klang ehrlich überrascht. Plötzlich lachte sie los. »Das war ein Wandeltier. Die mögen die Amantana nicht so gern. Sie wird sich einen Scherz mit ihr erlaubt haben.« Er machte ein verständnisloses Gesicht. »Ein Wandeltier? Ich kenne nur Wandeldiamanten. Sie werden auch Steine der Unwissenheit genannt. Lilith hat so einen.« »Schon wieder diese Lilith«, murmelte Heriket, während sie gedankenverloren ihr Kleid glatt strich. »Was ist denn nun ein Wandeltier?« hakte Harukan ungeduldig nach. Er wollte sich nicht wieder mit einer halben Antwort abspeisen lassen. Die Dämonin ließ von ihrem Kleid ab. »Es sind Tiere, die keine feste Form haben. Sie können durch Wände fliegen und sich auflösen, wenn sie wollen.« »Und dieses Ding will mich ganz sicherlich nicht töten?« Heriket kaute ratlos auf ihrer Unterlippe herum. »Nein, eigentlich treiben sie nur gerne ein wenig Schabernack. Aber so genau weiß ich das nicht. Wir hatten ja noch keinen lebenden Diamantaner hier.« »Wie beruhigend«, dachte Harukan sarkastisch. »Sie hatten noch nie einen lebenden Diamantaner hier. Dann wurde ihm wohl die Ehre zuteil, diesen Umstand zu ändern.«